an der Rezeption. Schatz, dann wird. Warte mal, ich sehe gerade. Was wird? Gefeiert, da wird gefeiert. Du, ich sehe gerade deinen Schwiegervater. Ciao. Hallo. Kommen Sie doch rein. Kurt ist abgestürzt beim Wandern. Tödlich verunglückt. Wissen Sie? Ja, das weiß ich, Herr Hofer. Kennen wir uns? Ja. Oh. Hoffentlich ist dem Fahrer nichts passiert. Wo war er stehen geblieben? Ihr Sohn Kurt. Kaum war er begraben, gab es Streit um das Hotel. Da kam so ein Kerl aus Hamburg angeschossen. Und hat gemeinsame Sache gemacht mit meiner Dora. Gestatten? Meine Frau. Ja, das weiß ich auch. Aber was Dora dann gemacht hat, sie wollte das Hotel verscherbeln an dieser Heuschrecke. Dazu muss ich Ihnen Folgendes sagen. Aber sie hat aufgepasst, meine Schwiegertochter. Jetzt leitet sie unser Hotel. Ich kenne die ganze Geschichte, Herr Hofer. Nicht die Pointe. Meine Schwiegertochter und diese Heuschrecke. Ja, wissen Sie, sind jetzt ein Paar. Sie wissen davon? Herr Hofer, ich war die Heuschrecke. Deswegen kennen wir uns ja auch. Haben wir uns gut verstanden, Sie und ich? Ja. Dann will ich die Geschichte ganz schnell mal wieder vergessen. Tank war leer, Tankstelle war voll. Willst du was essen oder sollen wir erstmal ausladen, deinen Krempel in die Garage zu holen? Garage? Ich dachte, ich ziehe zu dir. Albert. Märchen. Danke, mein Junger. Kurt. Wenn ich ein Vöglein wär und auch zwei Vögel hätte, schlimmer geworden mit seiner Demenz. Er war partout nicht davon abzubringen, mir Haklein zu erzählen, wer ich bin und dass wir uns lieben. Ah, der Bauleiter. Seit wir hier renovieren, ist die Hölle los. Ich muss dir alles zeigen. Ja, Hofer? Ja, das Auto gehört meiner Tochter. Wieso musst du auch noch ein
ein Auto zum 18. Schengen. Führerschein hätte doch gereicht. Das ist ja alles gar nicht so dramatisch. Seit kurz Unfall denke ich immer das Schlimmste. Lass uns doch erst mal sehen. Ja, wie? Der Rest ist Schweigen oder was? Was machst du denn hier? Was macht er denn hier? Ja, wo ist Merle? Wo Merle ist? Keine Ahnung. Ich warte, dass man mich abholt. Leider schon seit einer ganzen Weile. Entschuldigen Sie bitte, ich suche meine Tochter Merle Hofer. Veronika, deine Tochter ist ganz sicher nicht hier. Und jetzt möchte ich bitte nach Hause. Bin allergisch gegen Krankenhausgeruch. Verstehe das nicht, der Polizist hat doch am Telefon gesagt... Veronika, wir wissen doch beide, dass Zuhören nicht deine Stärke ist. Wahrscheinlich hast du sofort hysterisch aufgelegt. Rufe, jetzt seien Sie doch einfach mal freundlich und höflich. Wenigstens Veronika gegenüber. Willst du fahren? Ich sitze vorn, bitte. Was ist eigentlich passiert? Mein Auto ist in der Werkstatt. Merle hat mir ihren Wagen geliehen. Leider habe ich damit diesen Unfall gebaut. Bin solche Klapperkisten eben nicht mehr gewöhnt. Ich komme schon für den Schaden auf. Und jetzt fahren Sie bitte. Albert wird sich Sorgen machen. Die Merle. Heute ist der einzige Abend, wo ich nicht in der Küche stehen muss. Rolfs Frau ist krank und er hat mich gebeten, seinen Spätdienst zu übernehmen. Da kann ich doch nicht Nein sagen. Aber zu mir sagst du auch immer Nein. Nein, Martin, ich muss doch lernen. Nein, Martin, ich mach bald mein Abitur. Und wo warst du heute überhaupt den ganzen Tag? Am See lernen. Jetzt bitte nerv nicht weiter. Mann. Frau Hotel, Schwarzwald auf Merlehofer am Apparat. Was kann ich für Sie tun? Einen Moment, ich guck nach. Ja, hallo, hören Sie? Unser Restaurant ist diese Woche leider ausgebucht. Restlos, ja? Tut mir sehr leid. Wiederhören. Restlos ausgebucht? Ja. Ist ja geil. Du bist der Beste. Aha. Geht dabei jetzt für dich okay? Nimm's mit ins Grab, Martin. Aber nicht so bald. Danke, 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 danke. Schönen Abend, Veronika. Gute Besserung, Dora. Und wenn du was brauchst, dann melde dich, ja? Sie mag mich nicht. Du hast sie auch um den Deal ihres Lebens gebracht. Du hast sie um den Deal ihres Lebens gebracht. Ich mag sie auch nicht. Willkommen im Familienhotel Schwarzwaldhof. Ich gehe mal nach Merle gucken. Ich komme mit. Merle, mein Märchen, komm mal her. Deine Großmutter, die hat einen Unfall gebaut. Nein. Mhm. Wie geht's dir? Oh, ganz gut. Die ist drüben im Haus, aber dein Auto? Nicht mein Auto. Mhm. Ich habe ihr noch gesagt, sie soll ein Taxi nehmen. Und ich dachte, du bist gefahren. Oh Gott. Na, wieder im Lande? Hallo. Hallo. Na? Ja. Sozialdienst. Parkanlagen pflegen und so. Keine Geschäfte mehr. Nee, ich mache jetzt erstmal die Hotelfachschule fertig. Und ich muss jetzt auch los, aber vorher brauche ich Geld, Mama. Wie? Schon wieder? Bin pleite. Kann ich mir 50 Euro nehmen? Na gut. Ja, danke. Das kriegst du wieder. Na. Bis dann, ne? Ciao. Wie lange bleiben Sie denn, Herr Klaasen? Ich habe gar keine Zimmerreservierung für Sie. Das ist so, der Sebastian. Ja, im Grunde genommen haben wir das noch nicht zu Ende gedacht. Wir dachten eigentlich, dass ich vorerst noch hier wohne. Jetzt in Ihrem Urlaub?
Nein. Sebastian hat bei der Hamburger Konzernzentrale durchgesetzt, dass er von hier aus arbeiten kann. Ich war 3 Monate in Hamburg und du hattest keine Gelegenheit, deinen Kindern zu erzählen, dass ich hier einziehe. Es hat sich einfach nicht ergeben. Ist das nicht dein Ernst? Das war nie der richtige Zeitpunkt. Sowas gibt's doch. Anstelle deiner Kinder wäre ich jetzt auch stinksauer. Meine Güte, Merle und Stefan, die sind doch kaum noch zu Hause. Die leben ihr eigenes Leben. Aber darum geht's doch gar nicht. Du hast es ihnen einfach nicht gesagt. Was hast du denn jetzt für schlechte Laune? Ich habe keine schlechte Laune. Aber ich bin für klare Verhältnisse. Es gab genügend Missverständnisse zwischen uns beiden und um uns beide. Du hast deinen Mann verloren, ich bin geschieden. Und nun beginnt hier im Schwarzwald ein neues Leben für uns beide. Ja, mit allem, was dazugehört. Lach nicht, ich mein's ernst. Ich auch. Also lass uns verabreden. Klare Worte. Untereinander und gegenüber deiner Familie. Den restlichen Krempel, den lass ich vom Spediteur bringen. Ich bin so froh, dass du da bist. Auf dein neues Leben. Naja, Tanja hat sich sowieso immer nur für sich interessiert. Es ist ganz egal, was aus mir wird. Und mein Sohn Tom? Naja, wir haben uns ein bisschen aus den Augen verloren. Aber vielleicht kommt er ja mal hier vorbei, bei uns in Freudenstadt. Und in Hamburg war alles gut oder gab es Probleme? Naja, die Wahrheit ist, Tanja will mich platt machen, mich bluten sehen. Sie hat unser gemeinsames Konto leergeräumt. Oh. Sie hat mir per Anwalt mitgeteilt, dass ich ihr die Hälfte vom Wert unserer Eigentumswohnung innerhalb von 2 Monaten zahlen muss, sonst verklagt sie mich. Mit welcher Begründung? Ja, mit gar keiner. Ich sagte ja, sie will mich killen. Das Schlimme ist, ich weiß auch nicht, wie ich die Wohnung verkaufen soll. Langsam geht's bei mir in die Substanz. Hm. Aber wenigstens hast du deinen gut dotierten Job, oder? Ich mach da mal Frühstück, ja? Bin schon fertig. Blödmann. Merle, was soll ich dazu sagen? Ich mag Sebastian, er ist nett. Der Typ war einfach mal fair zu mir. Mehr kann ich dazu auch nicht sagen. In der Hinsicht bist du wie Papa. Wenn man ein Problem abbügelt, dann existiert's nicht, oder was? Welches Problem denn? Sag mal, bin ich doof oder bin ich spießig oder tick ich nicht richtig? Ja, vielleicht alles zusammen? Ach, du bist blöd, Steffen. Nee, ich bin in Eile. Wenn ich nämlich zu spät zum Sozialdienst komme, kriege ich einen Nachschlag aufgebrummt. Ich will endlich mit der Scheiße durch sein. 5-mal ich in 3 Sätzen. Meine Güte, Stefan, was wissen wir denn von dem Klasen? Dass er Mama liebt zum Beispiel? Ja, das könnte auch eine Behauptung sein. Was wird nicht alles behauptet, ne? Mann, Merle, das ist Mamas Ding und nicht unsers. Also, mach dir keinen Kopf. Ich finde es unmöglich, dass der hier mir nichts, dir nichts einzieht. Und dass Mama uns nicht vorher fragt. Sie hätte es uns sagen müssen. Ich finde es egoistisch und ich finde es ekelhaft und ich finde es geschmacklos. Wie du dich da reinsteigern kannst, echt krass. Hey! Solange ist Papa noch nicht tot, okay? Ich habe ihn noch nicht vergessen. Mir tut es weh, was Mama macht. Du kannst ihn leiden, diesen Klasen? Ich nicht. Ach, Merle, ich muss dich wirklich um Entschuldigung bitten. Ich bin zu schnell gefahren. Hier, kauf dir was Schönes. Hast du im Lotto gewonnen? Ja, so ähnlich. Die Menschen und ihre Leidenschaften. Keinen Schimmer, wovon du sprichst, Albert. Mein Gott, wer soll denn all die Fische essen? Der Martin freut sich immer, wenn er schöne frische Forellen von dir kriegt. Fahrt ihr zu Frau Dr. Fuchs?
Nein, die ist ausgewandert nach Thailand. China, Märchen, China. Nein, Thailand, Oma. Ist doch egal. Ihr Nachfolger, Dr. Kern, gefällt mir sowieso besser. Abflug. Dora! Fuchikato! Küss mich mal. Morgen. Erzähl mal mein Märchen. Ach, Geld. Das leidige Thema. Gehst du wieder angeln? Sind ja gar keine Würmer drin. Auch keine. Wie lange muss ich diese Schlaufe tragen, Dr. Kern? Ich fühle mich so alt damit. Wer so jugendlich ist wie Sie, kann sich gar nicht alt fühlen, liebe Frau Hofer. Zum Glück ist nichts gebrochen. Wenn Sie keine Schmerzen haben, dann nehmen Sie die Schlaufe heute Abend ab. Wirklich? Aber schonen Sie den Arm, bitte. Ich verschreibe Ihnen eine Sportsalbe gegen die Verstauchung. Ein- bis zweimal täglich damit einreiben, dann ist alles gut. Danke. Das war's auch schon von meiner Seite. Und du, Merle, was kann ich für dich tun? Danke, bin topfit. Ein bisschen krank ist jeder, wenn man lange genug sucht. Nein, kann ich im Moment nicht damit dienen. Ich hätte nur gerne noch was für dich getan. Ich bin neu hier, ich brauche jeden Patienten. Ja, dann verabschieden wir uns jetzt, Dr. Kern. War nicht ernst gemeint. Okay. Eigentlich gefällt mir ja die Cremefarbe mit den goldenen Lilien am besten. Bordeaux-Rot ist auch nicht schlecht. Na, kommt aufs Zimmer an. Herr Klaassen, ich habe Post für Sie. Die liegt hier schon 2 Tage, aber in der Aufregung gestern habe ich das ganz vergessen. Vielen Dank. Wichtiges? Nein, nein, ist alles gut. Die Fassade wird da, wo es nötig ist, ausgebessert. Siehst du hier zum Beispiel. Und dann kommt ein ganz neuer Anstrich ran. Größte Posten sind natürlich die Bäder. Das Ding ist, als sie angefangen haben, die rauszureißen. Den Schwamm entdeckt. Ja, haben wir Schwamm entdeckt. Woher weißt du das? Ich bin vom Fach. Das ist bei diesen alten Kästen fast immer das Problem. Du fängst bei der kleinen, überschaubaren, vor allem finanzierbaren Planung an. Und dann bist du pleite. Ja, es war alles mit dem Steuerberater durchgerechnet. Die Kosten hätten sich eben mal so mit den Einnahmen gedeckt. Aber jetzt Katastrophe. Frau Hofer. Ja. Guten Morgen. Guten Morgen. Herr Kuhn. Ja, wir müssen mal reden. Das ist unser Bauleiter, ist Herr Klaassen. Was glauben Sie, wie lange werden die Renovierungsarbeiten dauern? Erstmal. So 3 bis 4 Monate, wenn die Gewerke alle spuren. Ja. Klempner habe ich übrigens seit Tagen nicht gesehen, Herr Kolm. Ja, deswegen wollte ich mit Ihnen reden, also mit dieser. Okay, aber ich würde gerne erst alles mit Herrn Klaassen durchsprechen, ja? Ja, dann klopfe ich später noch einmal, aber wichtig ist es schon. Okay. Ja? Das heißt, du hast ein massives Problem. Oh ja. Deswegen will ich auch die Familie um den Tisch versammeln. Weißt du, es ist so, Kurt hat zu seinen Lebzeiten ein Notfallkonto eingerichtet. Hab ich's immer Konto für Witwen und Waisen genannt, als hätte das geahnt. Naja, Gott sei Dank haben wir das Konto nie angerührt. Aber jetzt? Jetzt musst du das Konto plündern. Hm. 600, 700, 800, 900, 1000, 1500. 2000, Frau Brüderle, bitte, bitte, es pressiert. Tun Sie doch einfach die 5000 in den Umschlag und fertig. Frau Hofer, jetzt haben Sie mich durcheinander gebracht. Das Geld in den Umschlag. So mag ich es. Danke. Obwohl ich mir langsam anfange, Sorge zu machen, nicht wahr? Warum? Also, Sie haben in der letzten Woche ziemlich große Summe abgehoben. Erst letzte Woche einmal 5 und einmal 2000. Frau Brüderle, ich weiß sehr genau, was ich tue. Man muss mir nichts vorrechnen. Ich will nur nicht, dass es zu Misstönen kommt hinterher. Es ist immerhin ein Gemeinschaftskonto. Ich weiß gar nicht, was Sie für Bedenken haben und was Sie mir sagen wollen. Aber wissen Sie was? Das macht nichts, weil es mir egal ist. Ich grüße Sie. Frau Hofer. Mäuschen, wir gehen zu Fuß. Also dieser Dr. Kern ist doch ein fürchterlicher Schleimer. Was? Er ist charmant. Außerdem geschieden und ungebunden. Ach so?
Hast du alles schon rausgefunden in den 2 Monaten, wie er jetzt da ist? Ich kann dir noch mehr erzählen. Er hat in Berlin gelebt und in London. Seine Frau war Engländerin. Er ist belesen, liebt die Natur, mag Katzen und er ist ein äußerst kompetenter Arzt. Dein Großvater schätzt ihn sehr und ich auch, was ich nicht von allen Neuzugängen sagen kann. Wen meinst du? Ich rede natürlich von der Affäre deiner Mutter. Ah, willkommen im Club. Ich traue diesen Christian Klaasen nicht. Sebastian Klaasen. Er ist ein schwacher Mensch. Und schwache Menschen sind gefährlich. Hm. Erzähl das mal der Mama. Merlche, ich will doch deiner Mutter nun weiß Gott keinen Schaden zufügen. Das ist vorbei. Ich bin auf ihrer Seite. Familie ist Familie, die muss zusammenhalten. Aber wenn da so jemand von außen kommt, da fragt man sich doch, was will er? Geht es tatsächlich um Liebe? Ich meine, der setzt sich hier ins gemachte Nest. Den wir uns versehen, wird er sie heiraten wollen. Ach, das glaube ich nicht. Ja, natürlich. Deine Mutter hat sich mit dem eine Natter an die Brust gesetzt. Und ihr Kinder, ihr nehmt das einfach so hin. Bleibt da eure Liebe, euer Respekt, die Erinnerung an euren toten Vater. Mama liebt ihn. Was willst du machen? Er muss weg. Er muss weg. Lieber heute als morgen. Natürlich will ich, dass du kommst. Wie oft soll ich dir das denn noch sagen? Klar. Ich will nur nicht, dass du deinen Mund nicht hältst. Hör mal, ich kenne dich doch. Weil ich nicht will, dass sie es jetzt zu diesem Zeitpunkt schon erfährt. Gut, gut, dann reserviere ich dir jetzt ein Zimmer. Ich freue mich riesig. Ich hab dich lieb. Tschüss. Du musst nicht rausgehen, um zu telefonieren. Ich wollte dich nicht stören. Es sei denn, du hast Geheimnisse von mir. Hast du welche? Misstrauisch? Nee, eine Eile, Familienkonferenz. Ich liebe dich. Wo ist denn Dora? Dora ist unterwegs. Langsam reicht's mir, aber ich habe sie extra angerufen und ihr gesagt, dass wir was Wichtiges... Nur reg dich mal nicht auf, Veronika. Ich vertrete sie ja. Na dann. Ja, Stefan, machst du mal die Tür zu, bitte. So. Hi. Hi. Ich dachte, es wäre eine Familienbesprechung. Entschuldigung, ich störe nur ganz kurz. Kann ich mal den Wagen haben? Ja, klar, der Schlüssel ist auf dem Schreibtisch. Was ist denn aus Ihrem wunderschönen himmelblauen Cabrio geworden? Merle? Naja, Sie kommen mit einem Leihtransporter neben den Wagen meiner Mutter. Der steht in Hamburg, den will ich verkaufen. Sonst noch irgendwelche Fragen? Möchtest du Tee, Opa? Mm. Sebastian? Ich hab's dir gleich gesagt. An Ihrer Stelle wäre ich auch stinksauer. Du hast sie vor vollendete Tatsachen gestellt. Es ist kein Wunder, dass sie mich provoziert. Merlchen meint es nicht so. Doch, doch, Merlchen meint es genau so. Zink? Ja, im Park, ja. Herr Klaasen hier. Ist denn Herr Dr. Würmann zu sprechen? Nee, ich habe Ihren Brief gerade erst bekommen. Fiel mir Ihre Absage. Ich wollte mit ihm da noch mal drüber reden. Was? Aha. Ah, ja. Nee, schon gut. Das ist, wiederhören. Scheiße! Ja, die Hütte brennt. Also, wenn ich das alles richtig verstehe, geht es darum, einen Kredit aufzunehmen? Oder, ja, Reserven anknabbern? Also, ich glaube, es geht eher darum, Reserven aufzufressen und nicht anzuknabbern, oder? Ja. Nur das mit dem Kredit aufnehmen, das wird nicht einfach. Durch die Erbschaftssteuer und die Investitionen für die neue Küche und das Restaurant, da stehen wir finanziell nicht gerade glänzend da. Aber das hättest du dir früher überlegen müssen, Mädchen.
KVDL-Idee haben wir früher gesagt. Kurz vor dem Lumpus in die Hose. Die Banken sind auch beim Thema Kredit im Moment ziemlich schwierig, Albert. Ja, die Lumpen verteilen Regenschirme an ihre Kunden. Und wenn es regnet, ziehen sie sie wieder ein. Sebastian ist übrigens auch meiner Meinung. Mama, ich finde es echt komisch, dass du jetzt vorher mal alles mit dem durchkaust. Der hat einen Namen. Sebastian ist mein Freund und ich fände es schön, wenn ihr euch für mich freuen würdet. Es geht aber um unser Geld und um unser Hotel. Weswegen sitzen wir hier? Also, ich bin dafür, ins Konto zu gehen. Ja? Gut. Albert? Auch. Ja, meinetwegen. Gut, dann machen wir das so, auch wenn Dora nicht da ist. Wir sind die Mehrheit. Wie viel Geld ist eigentlich auf dem Konto? Ich hoffe genug, Stefan, ich hoffe genug. Unser Bauleiter 50.000 Euro Vorschuss für die Spezialisten, weißt du, für die Schwammsanierung. Sonst kommen die gar nicht erst. Das ist der Wahnsinn. Was kann ich tun? Mir Geld leihen, mit einsteigen. Ja, wenn du mir einen Job als Hoteldirektor gibst, gern. War ein Scherz. Ebenso. Ich bin auch selber schuld. Ich hätte das mit dem Architekten planen sollen. Ich denke immer, ich kann alles alleine. Tja, das komme ich auch noch mit dem Problem. Peinlich, aber ich komme gerade an mein Girokonto nicht ran. Meine Sachbearbeiterin ist im Urlaub. Brauchst du Geld? Ich kläre die Sache so schnell wie möglich. Wie viel? 500 Euro. Wir haben das Konto ja nie angerührt, Gott sei Dank. Und da müsste ja einiges an Zinsen zusammengekommen sein in den letzten Jahren, ne? Ist doch alles in Ordnung, oder? Ihr Schwiegermutter? Meine Schwiegermutter? Sie hat immerhin Vollmacht. Was hätte ich da machen sollen? Wie? Sie hat regelmäßig Geld abgehoben. Hohe Beträge. Wie hohe Beträge? Es ist sozusagen, also im Vergleich, fast nichts mehr da. Ich habe sie auch nicht gesehen. Aber ich glaube, sie ist bei diesem Dr. Kahn. Inzwischen bald jeden Tag. Für den schwärmt sie doch so. Ja, danke. Meine Herrschaften, einen winzigen Augenblick. Darf doch nicht. Ich kann Ihnen leider die Zimmer momentan nicht zuteilen, wenn Sie vielleicht auf unserer schönen Sonnenterrasse etwas trinken mögen. Das Haus lädt Sie auf einen Begrüßungstrunk ein. Gleich hier links durch das Restaurant durch, bitte. Ja, aber ich suche. Oh, ich krieg noch einen Herzkasper, wenn das so weitergeht. Und das möchte ich meiner Elisabeth, weiß Gott, nicht zumuten. Woher kündige ich und ziehe mich auf meinen alten Teil zurück? Hermann, was? Heute Morgen ist jetzt dieser Elektriker Stuckendorfer gekommen. Die Elektrik
In die Bäder. Hermann, um Gottes Willen, was ist denn passiert? Computer abgestürzt, Telefonanlage geht nicht mehr, kein Strom. Wahrscheinlich im ganzen Haus 62 anreißen, 9 abreißen. Ich schnapp nur numm. Wo ist Herr Kulm? Ja, dann schicken Sie ihn noch mal, Leute, Herr Stuckenberg. Haben Sie Herrn Kulm gesehen? Ja, wir sind ein Hotel, wir brauchen unseren Strom, die Telefone gehen nicht, die Computer. Ja, bitte. Boah, Herr Kulm, ich suche Sie im ganzen Haus. Wir haben ein Riesenproblem und ich muss mich mit der Elektrikerfirma rumstreiten. Das ist doch eigentlich Ihr Job, oder? Ich war bei Keller und Söhnen, um die zu beschwichtigen. Das waren die Erste, die hier Baumaterialien angeliefert haben und deren Rechnung immer noch nicht bezahlt worden ist. Keller und Söhne, ja, nee, die habe ich überwiesen. Ab sofort geht's nur noch gegen Vorkasse und deshalb brauchen wir jetzt den Vorschuss. Die 50.000, ja. Ich kann sie im Moment nicht zahlen. Na, dann kann ich gleich wieder gehen. Na, bitte warten Sie, lassen Sie uns drüber reden. Herr Kulm! Ich habe das Gefühl, Sie haben ein Problem. Und Sie halten mich hin, uns alle. Der Winterfeld ist total genervt. Der Schreiner Künzler hat gestern schon mal das bestellte Holz nicht geliefert. Und ich habe den Auftrag für die Wanne und Waschtisch gar nicht erst erteilt. Aber die haben doch 8 Wochen Lieferzeit. Wir brauchen doch die Bäder. Na, wenn Sie sich in ein Chaos einmanövrieren, Ihre Sache. Wenn es kein Geld mehr gibt, meine Sache. Herr Kulm, ich habe im Moment einen finanziellen Engpass, aber das wird geregelt. Mir hatte verabredet, dass ich es heute kriege. Die machen mich doch lächerlich vor die Leute. Ich brauche nur ein paar Tage, dann habe ich das mit der Bank geklärt. Schätz mir rüber ab. Herr Kulm, bitte bleiben Sie. Jetzt mal du sagen. Sebastian. Stefan. Hey Mama. Was ist los? Schwiegermutter hat tatsächlich Einzelvollmacht und kann theoretisch das ganze Konto leer räumen. Nicht nur theoretisch. Ja, aber ich habe auch Vollmacht. Ja, du auch und Merle auch. Aber wenn du an das Konto gehst, das sage ich dir, dann sind wir geschiedene Leute. Mama, das war ein Joke. Ich habe mich geändert. Menschen ändern sich nicht. Hey, jetzt bist du aber unfair. Mama, Menschen ändern sich. Sie wachsen, sie denken neu, sie bekommen Falten, neue Zähne, sie ändern sich ständig. Ist ja recht. Entschuldige. Ich habe Riesensorgen. Schon okay. Also wenn kein Geld da ist, bedeutet das Baustopp. Dann kannst du dein Hotel erst mal schließen. Du musst sofort mit deiner Schwiegermutter sprechen. Hm. Schon mal eine Qualle an die Wand genagelt. Ich meine nicht unter 4 Augen, sondern vor versammelter Mannschaft. Damit die da gar nicht erst rauskommt, dir die Wahrheit zu sagen. Du hast gesagt, Gitterbar halt für dich, als würdest du dich schämen. Ja, willst du, dass sie es im ganzen Haus rumtratscht? Dann kommt es doch sowieso raus. Ja, und dann? Was wird deine Mutter sagen? Oh, wir leben doch nicht im 18. Jahrhundert. Was sollte sie denn dagegen haben, dass wir zusammen sind? Sie muss gerade reden. Ah, es ist heiß. Ja, Suppe schmeckt halt nur, wenn sie heiß ist. Aber Martin, mal im Ernst. Ja, ich fühle mich schlecht damit. Am Ende heißt es nur, karrieregeiler Chefkoch schnappt sich junge Hotelerben. Und gut für meinen Ruf ist das auch nicht. Ach, für deinen Ruf, komm. Du bist doch ein Spitzenkoch. Du wärst mal mit ein bisschen gesundem Selbstbewusstsein. Du
Du und Stefan, ihr seid doch ganz anders aufgewachsen. Groß geworden im Luxushotel. Ja, Schulbesuch in England. Und bei mir ging es immer nur darum, wie komme ich raus aus der Scheiße? Und vor allem, wie rutsche ich nicht wieder rein? Also davor hast du Angst. Ja, und was heißt das jetzt für uns? Ich sag's mal ganz klar. Wenn du keine Scheu hast, okay, super gern, dann erzähl's einen hier im Haus. Aber dann kündige ich und erkoche meinen Stern woanders. Heute ein einfaches Gericht, weil wir alle so wenig Zeit haben. Einfach, aber gut. Entschuldigung, Martin, aber wir hätten eine Familienangelegenheit zu besprechen. Und Küche, klar. Danke. Das ist ja sowieso mein Reich. Mahlzeit. Mahlzeit. Kartoffelsuppe. Schmeckt wie bei Muttern und die konnte auch schon nicht kochen. Komisch, Dora, bei dir klingt selbst ein Wort wie Kartoffelsuppe. Ja? Wie Betonmischmaschine. Verstehe ich nicht. Kartoffelsuppe, wieso kannst du nie ein Wort weich aussprechen? Ohne Druck, ohne diese Offiziershaltung. Warum lachst du eigentlich nie? Warum bist du immer so gefasst? Wieso bist du nie entspannt? Kann ich nicht, solange ich dich ansehen muss. Da ist doch nun gar nichts Gefasstes. Dora, du beleidigst mich. Danke, gleichfalls. Wieso hast du vom Rücklagenkonto von Kurt Geld abgehoben? Warum nicht? Rücklage heißt, dass man Geld zurücklegt, nicht abhebt. Ach so? Für unsere Konten interessieren Sie sich auch schon? Sie lenken ab und beleidigen ständig. Lassen Sie das doch einfach, Frau Hofer, und bleiben Sie sachlich. Ich bin nicht auf der Welt, um mir von jemandem wie Ihnen Verhaltenshinweise geben zu lassen. Wer auf Veronika zielt, der trifft auch mich. Ah, der loyale Gentleman. Dora. Dora. Dora, ich verlange eine Antwort. Wieso hast du 150.000 von unserem Konto hinter unserem Rücken abgehoben? Was? Oma, das glaube ich jetzt nicht. Also, sag was. 150.000 Euro? Entschuldigung, Oma, das ist echt krass. Dora! Was wird hier aufgeführt? Spanische Inquisition oder was? Lass mich doch hier nicht vorführen wie ein dummes Schulmädchen. Mich aus heiterem Himmel derartig zu beleidigen. Mir reicht es. Danke. Mahlzeit! Wozu braucht sie eigentlich 150.000 Euro? Schwarz am Hemmung. On bleibt dran, c'est alles simple. Einen dran, c'est alles simple mit 20 und einen bla mit 10. 50, 100 und 350 und zusammen 450 für den Herrn. Es ist alles bezahlt, bitte das Spiel zu machen. Nichts geht mehr. Alle vier Stücke für Madame. Ein Cheval mit 40. 680 plus ein Blatt mit 40.400. 2.080 für die Dame. Bitte schön, Madame. Für die Angestellten. Vielen Dank, Madame. Es ist alles bezahlt. Bitte das Spiel zu machen. Wahrscheinlich dieser Punkt, wo man sagt, aus, vorbei, gescheitert. Tja, vielleicht ist dieser Punkt jetzt erreicht. Bloß, weil die Qualle sich nicht an die Wand nageln lässt. Nee, Veronika, so schnell geben wir nicht auf.
das ganze Geld geblieben. Ja, irgendwo muss es ja sein. Wir finden das schon raus. Was ist? Ich würde Ihnen gerne etwas geben, aber ich habe keinen Cent mehr. Hi, Papa. Tom. Dann komm. Ich wusste nicht, dass... Du zuerst. Nein, nach dir. Ich wusste nicht, dass du jemals im Schwarzwald gewesen wärst. Nein, noch nie. Da wollte ich eigentlich auch nie hin. Was wolltest du sagen? Ich soll dich ganz lieb von Mama grüßen. Ah, ist ja ganz was Neues. Trotzdem danke. Hier, bitte. Schickes Auto. Leider nicht meins. Ich muss ja noch schnell was erledigen. Aber ich sterbe vor Hunger. Wir sind ja gleich im Hotel. Also ich soll jetzt im Auto warten, ja? Das dauert nur eine Sekunde. Das kenn ich doch irgendwo her. Komm, sehen wir uns. Zack, bist du weg. Sei doch nicht beleidigt. Ich bin gleich wieder zurück. Herr Kuhlen? Die Handwerker haben die Arbeit eingestellt. Angeblich, weil sie andere Baustellen erst mal vorziehen müssen. Aber wir vom Personal sind doch nicht bemüht. Es heißt, die Hofer seien pleite. Wie lang bist du schon bei uns, Mädle? 5 Jahre diesen Herbst. Ach, und ich erst. Wenn mir auf alles, was hier rum erzählt wird, was gäbe der denn? Dann hätten wir es keinen Monat hier ausgehalten. Los, hab jetzt ein bisschen schaffen, eine Brüte muss schwätzen. Ja. Wow, das ist ein Riesenkasten. Und das gehört alles deiner neuen Freundin. Der Familie. Der Familie? Das ist ja richtig verbessert. Ich möchte nicht, dass du so redest. Ja, ist gut. Vor allem möchte ich nicht, dass du hier irgendwas rumposaunst von den Dingen, die nur wir beide wissen. Ja, das hast du mir schon am Telefon gesagt. Ich schätze, das kann ich gar nicht oft genug sagen. Ja, okay. Du kannst dich auch mal freuen. Sanz, das ist doch ein super Club. Ich denke, du musst lernen. Ich denke, du hast Nachtschicht. Und ich denke, du gehörst zur Inhaberfamilie und ich ja nur zum Personal. Merkst du nicht, dass ich mich gerade um eine Versöhnung bemühe? Es geht um was Grundsätzliches, Merle. Um etwas sehr Grundsätzliches. Aber wir haben uns doch lieb. Jeden Tag ein bisschen weniger. Ich spinn's doch. Ich gewöhne mich gerade daran, dich mir abzugewöhnen. Das klingt ja so, als wenn du Schluss machen willst. Weißt du, du wirst das Abi bestimmt schaffen, weil du bist ja so, so schlau. Ach so. Was ist denn hier los? Ich kann mir vorstellen, das ist Merle, Veronikas Tochter. Das ist unser Chefkoch Martin Buchner. Und hier gibt's was zu essen, nicht? Was richtig Gutes. So, das ist mein Sohn Tom. Tag. Tag, aber Damen zuerst. Hi. Hi. Schon gehört, dass du ein paar Tage bei uns wohnst. Vielleicht kannst du dir mal trotz Pauken dem Tom ein bisschen hier die Gegend zeigen? Ja, klar. Gerne. Kevin, du Pappnase! Ich hab dir doch gesagt, du sollst nicht die Tassen abtrocknen, du sollst die Jakobsröschen sortieren. Das ist so ein Scheißladen hier. Thank you.
Oma! Oh, Stefan! Ach. Ja, mein Gott, bist du immer noch nicht mit diesem beschämenden Sozialdienst durch? Nächste Woche bin ich durch. Mhm. Tut mir einfach weh, meinen Enkel so zu sehen. Aber Oma, Strafe muss sein. Und so schlimm, wie es aussieht, ist es auch gar nicht. Das mochte ich schon immer an dir. Schon als du noch ganz klein warst. Für deine Schandtaten hast du immer gerade gestanden. Da kommst du nach dem Kurt, deinem Vater. Das ehrt dich. Na, ich hoffe, das machst du auch. Nach allem, was ich gehört habe. Schau mal, da liegt noch eine Kippe. Jetzt lenkst du wieder ab. Das ist typisch. Was machst du überhaupt? Ach, was machen alte Damen im Park? Spazieren gehen. Die ist nichts für dich. Die will nur dein Geld. Du würdest irgendwann nach Hause kommen. Ja, das tun Menschen, nach Hause kommen. Menschen tun noch ganz andere Dinge. Ist das ein Sit-in? Wir müssen reden, Dora. Ich wüsste nicht, worüber. Du hast uns in eine unerträgliche Situation gebracht. Ist dir das nicht klar? Veronika, in diese Situation hast du dich selbst gebracht. Schlechte Planung, fehlendes Kostenbewusstsein. Dr. Kern. Ich gebe dir 48 Stunden, dann ist das Geld wieder auf dem Konto. Verklag mich doch. Gute Idee. Frau Hofer, alles gut mit dem Arm? Viel wichtiger ist, wie geht es meinem Mann? Gut, Dora, gut, Dora. Wenn du wieder da bist. Kleine Erkältung. Keine Sorge. Ich habe Ihnen übrigens das Buch mitgebracht, über das wir kürzlich sprachen. Und etwas frisches Eisenkraut. Von meiner geschätzten Vorgängerin noch höchstpersönlich angebaut. Wo habe ich das denn? Ach, das ist in der Küche. Es gibt immer einmal graue Tage, lieber Herr Hofer. Morgen ist wieder ein blauer, glauben Sie mir. Sie sind topfit. Sie sind was, liebes Dr. Kern. Wenn doch alle so wären wie Sie. Lieber nicht. Bis bald. Schön, so zu sitzen mit dir hier. Ja. Aber noch mal zurück zum Thema Oma. Ich kenne sie eben auch anders. Naja, dich liebt sie ja auch. Mich will sie zerstören. Will alles hier zerstören. Du bist aber ein bisschen melodramatisch, Mama. Ich hab Sorgen. Ich darf melodramatisch sein. Abend. Na? Den ganzen Tag sieht man dich nicht. Ich war im Krieg. Das ist Tom. Tom, das ist Veronika. Tom, willkommen im Schwarzwald. Wer kämpft denn gegen wen? Reden wir nicht drüber. Ich hoffe, dass Sie gewinnen. Kannst ruhig du sagen, ich bin Veronika. Ja, ich bin Tom. Ja, Tom. Jemand Lust, noch eine Kleinigkeit zu essen? Mhm. Nee, hab schon gegessen. Ich komm gleich nach. Also dann bis gleich. Sympathisch, ne? Du redest aber nicht von Sebastian Klasen, oder? Merle? Ja. Ich kann dir nicht verordnen, ihn zu mögen, aber es wäre mir wirklich wichtig, wenn du ihn wenigstens akzeptieren würdest. Ich habe Angst, dass du am Ende wieder unglücklich bist. Außerdem vermisse ich Papa so. Ich hab dich lieb, Mama. Ich dich auch. Kannst du nicht mal mit Oma reden? Warum überweist du das Geld nicht einfach zurück?
Geld kann man von A nach B und von B nach A überweisen. Ich denke nicht daran. Aber das Geld, das gehört uns doch allen. Und wir brauchen es, weil wir einen Umbaustopp haben. Und dann hat Mama echt ein Problem. Willst du das? Merlchen, ich muss jetzt ein paar Dinge gerade rücken. Dieses Konto basiert zwar auf einer Initiative eures Vaters, aber auf unserem Geld. Dein Großvater und ich haben es erwirtschaftet. Es mag ja nun unter Berücksichtigung aller juristischen Finessen richtig sein, dass jetzt allen Erben etwas vom Kuchen gehört. Aber es entspricht einfach meinem ethischen Empfinden, dass uns das Geld gehört. Und ich damit machen kann, was ich will. Ja. So hat natürlich jeder ein bisschen recht. Aber es gibt einen Punkt, und der ist mir noch viel wichtiger. Und zwar die Art und Weise, wie deine Mutter mit mir umgeht, wie sie mich bloßstellt, mich vorverurteilt, ohne mir die Chance zu geben, auf eine höfliche Frage höflich zu antworten. Und dahinter steckt er, ich schwör's dir. Der Klasen. Entschuldige mal, deine Mutter, die ist doch viel zu naiv für solche Taktikereien. Wie heißt es? Verliebt, verlobt, verheiratet? Der wird hier am Ende Direktor und wir sind draußen. Ich hab neulich mitbekommen, wie der Klasen die Mama um Geld angehauen hat. Mhm. Na ja, langsam begreifst du. Und sein Sohn ist heute angekommen. Ah, was? Ja, eigentlich ein ganz netter Typ. Na ja, vielleicht erfährst du hier durch ihn etwas Erhellendes über den Vater. Tische da, die müssen nachher eingedeckt werden für den kleinen Geburtstag, ja? Mach ich auch. Danke. Danke. Morgen. Morgen. Alles ist in Ordnung? Morgen. Ist recht. Was arbeitest du denn? Ich denke, du bist noch im Urlaub. Ja, irgendwas ist ja immer. Ach, guck mal. Die zwei, die verstehen sich. Frau Hofer? Ja? Hier ist der Picknickkorb. Wo soll ich ihn denn hinbringen? Ah ja, danke. Ich bringe ihn Merle. Verstehe. Was war denn mit dem los? Hm, weiß nicht. Something searching in my pockets. You're moving down the stairs. I cannot reach out now. But if I just didn't care, it's gonna be around. Right on time. It wants you to feel perfectly alright. Welche Faktoren können die Bestandsentwicklung von Räuber und Beute beeinflussen? Krankheiten? Umweltbedingungen, also das wären dann zum Beispiel klimatische Veränderungen. Veränderungen des Nahrungsbestands. Genau. Und dichteabhängiger Stress. Okay, stimmt. Definiere den Begriff Biozönose. Das ist die Gemeinschaft von Organismen verschiedener Arten in einem gemeinsamen Leben. Tja, und dann haben sich meine Eltern getrennt. Aber die Trennung, die lief nicht so gut. War er gemein zu deiner Mutter? Gemein? Was ist das für ein Wort, wie das klingt? Gemein. Also meine Mutter sagt ja. Aber weißt du, das sind zwei erwachsene Menschen. Das müssen die eigentlich untereinander ausmachen. Ich dachte, das hätten sie schon längst. Mein Vater will nicht, dass ich darüber rede. Ja, aber der ist ja auch nicht da. Ja, das ist eine tolle Logik. Du bist echt süß, Merle. Sowas wie dich gibt's nicht in Berlin. Du kannst mir wirklich alles erzählen. Naja, also,
Meine Mutter hat das gemeinsame Konto abgeräumt. Ja, das scheint sowas wie ein neues Familienspiel zu sein. Er steckt sozusagen richtig tief in der Scheiße, auf Deutsch gesagt. Er kriegt die Wohnung nicht verkauft und... Und? Und die Krüger Holding haben ihn rausgeschmissen wegen dem geplatzten Deal mit eurem Hotel. Sie haben ihm Unprofessionalität vorgeworfen und dass er nicht loyal sei und wollten ihn vor den Kadi zerren. Er musste kein Beigeben und ist ohne 1 Cent Abfindung gegangen. Dann ist er arbeitslos. Ja. Wenn kein Wunder geschieht, dann muss er private Insolvenz anmelden. Das war's dann. Wird natürlich geregelt in Ihrem Sinne. Also dann danke. Hoffe ich, Sie haben noch einen schönen Abend, Herr. Danke. Holen wir uns ein Taxi. Tom kann fahren. Ja. Ich kriege nämlich keinen Alkohol. Oh, vorbildlich. Oh, was will der denn jetzt hier? Noch mehr Streit verkrafte ich nicht. Guten Abend. Und was ein guter Abend wird, wenn ich Sie sehe, weiß ich nicht. Das ist mein Sohn Tom. Der Kulm, unser Bauleiter. Guten Abend. Guten Abend. Frau Hofer, machen Sie sich mal keine Sorgen wegen dem Abend heute. Der Herr Klaassen hat mich aufgesucht, gestern in meinem Büro. Und ich muss sagen, seine Worte, ich hatte mir 24 Stunden Bedenkzeit ausgebeten, auch weil ich ja mit der Firma reden musste. Kurz und gut, ab morgen wird wieder geschafft, auch ohne Vorschuss. Ja. Mir kriege das schon alles hin, Frau Hofer. Ich will Sie ja nicht hängen lassen. Mir vom Schwarzwald. Wir müssen doch zusammenhalten in diesen schweren Zeiten. Entschuldigung. Oh, du Geheimniskrämer. Danke. Wo ist denn eigentlich Stefan? Der kommt wie immer zu spät. Bist du gerade angekommen, dann musst du dir unsere Familiendramen anhören. Familiendramen sind doch für unsere Generation nichts Neues. Keine Beschwerden nach 20 Uhr. Und was passiert jetzt? Na, ich verklag Sie. Morgen habe ich einen Termin, weil Dr. Kreuzer ist unser Anwalt. Ich bin zwar erst im 4. Semester, aber so wie ich die Situation einschätze, kannst du dir den Termin sparen. Wieso? War das ein Geschäftskonto? Nicht in dem Sinne, das gehörte zum Erbe von meinem Mann. Zum Erbe aller Angehörigen? Ja. Das heißt, Dora hatte also auch eine Vollmacht? Ja, klar, wie wir alle. Aber das Geld war zweckgebunden angelegt. Vertraglich? Nein, nicht direkt. Aber, also, wir haben immer gesagt, wenn nötig, dann wird es für den Betrieb verwendet. Es ist doch der Wahnsinn, von der Bank Dora, so mir nichts, dir nicht, solche Unsummen an Geld auszubezahlen. Ja, aber so zweckgebundene Konten gibt es in dem Sinne ja gar nicht. Man kann natürlich interne Verabredungen treffen, was mit dem Geld geschehen soll, aber daraus erwächst für eine Bank keine Konsequenz, Abbuchungen oder Entnahmen zu überprüfen. Das heißt, Dora kann mit dem Geld machen, was sie will. Genau. Und Mama hat keine Handhabe? Nein. Ja, aber das gibt's doch gar nicht. Meine Dora kann doch nicht das Unternehmen ruinieren. Ich kann nichts dagegen tun. Wo bleibt denn da die Gerechtigkeit? Ja, die gibt's nicht. Aber man kann versuchen, ihr ein Stückchen näher zu kommen. Ich glaube, ein Anwalt hilft bei dieser verfahrenen Situation nicht. Kein Verklagen, auch keine Konfrontation, sondern nur ein Gespräch. Ja, das habe ich doch mehrfach versucht. Mein Rat, sie für versammelter Mannschaft bloßzustellen, war falsch. Ja. Und überhaupt, bei Dora kannst du machen, was du willst. Die wird dir niemals sagen, wo das Geld geblieben ist, geschweige denn, es wieder zurückzugeben. Ja, was willst du machen? Willst du mit ihr reden? Du bist die Frau meines Lebens. Für dich tue ich alles. Aber eigentlich gibt's nur einen hier am Tisch, der rausfinden kann, was los ist und Einfluss auf sie nehmen kann. Es lebe die Familie, hm? Ja. Thank you.
Bitte, Ma'am. Na gut, ein bisschen. Dann sag mir bitte, dass dich dieser Tom nicht interessiert. Dieser Tom interessiert mich nicht. Und das ist nicht gelogen? Nein, das ist nicht gelogen. Schwöre. Ja, ich schwöre. Die 121. Und könnte ich bitte noch zwei Toast Hawaii aufs Zimmer haben? Ja. Das ist die 121 und zwei Toast Hawaii. Ei, ei, zwei Toast Hawaii. Ich schuld dir doch noch ein Funky, oder? Ja. Ey, es geschehen noch Zeichen und Wunder. Dann gute Nacht allerseits. Ach, hier ist der Autoschlüssel und danke für die Einladung. Ich komm noch mit rein, ich guck noch mal Merle. Ciao, klar, schon mal vor. Na? Ich war mit Tom unterwegs, weil... Ja, ist schon nett. Er ist nett? Mhm. Und ich finde, er sieht sehr gut aus. Er sieht gut aus? Und weiter? Und ich wollte ihn aushorchen über seinen Vater. Schwöre. Ich schwöre. Bei deinem Leben. Einmal im Leben. So, 214. Die Rezeption ist unbesetzt. Seit 5 Minuten stehen wir herum. Entschuldigung, bitte. Unter dieser Nummer erreicht man niemanden. Es tut mir sehr leid. Und keiner geht ans Telefon. Ja. Die 307. 307, ja, richtig. Jetzt erinnere ich mich. Ich kann nur wieder sagen. Danke, gute Nacht, Frau Hofer. Gute Nacht. Merle! Merle! Sag mal, wenn das deine Auffassung vom Nachtdienst ist, dann brauche ich dich nicht mehr auf dem Posten. Du kommst jetzt mit. Martin, ich verstehe sie nicht. Da reden wir noch mal drüber. Komm jetzt! Da oben war die Hölle los! Scheiße. Mama, Entschuldigung. Tut mir leid, das war nicht okay. Aber jetzt reg dich doch bitte nicht so auf. Deine Tochter ist verliebt, hey. Du und er, das ist sowas von klassisch und klassisch falsch. Was ist denn daran falsch? Vielleicht heiraten wir, wer weiß. Um Gottes Willen. Wie wär's, wenn du erst mal an dein Abitur denkst? Jeden Tag, Mama, jeden Tag. Nur, dass du es nicht mitkriegst, weil du immer mit deinem Sebastian beschäftigt bist und mit deinem Verfolgungswahn gegenüber Oma. Ich will doch nur, dass du glücklich wirst, Merle, und dich nicht in irgendwas verrennst. Das sagt die Richtige. Hey, du bist jung, du musst doch raus in die Welt, du musst doch raus aus Freudenstadt vom Schwarzwaldhof. Mama, das waren deine Träume für dein Leben. Und ich will vielleicht gar nicht rein in so eine Karrieremaschine, also lass mich in Ruhe. Ich bin deine Mama, ich kann dich gar nicht in Ruhe lassen. Wenn ich mir Sorgen mache, muss ich mich einmischen. Das sind ja grandiose Zukunftsaussichten. Ich wünsch dir ja wirklich alles Glück auf dieser Welt, Merle. Aber guck mal... Du wirst irgendwann studieren und dann wirst du das Hotel erben und er bleibt der angestellte Koch. Verstehst du? Das ist ein Unterschied. Das ist wie ein kleines Saatkorn, was irgendwann aufgeht und auch wenn ihr nicht drüber sprecht, aber das wird eure Beziehung vergiften. Mama, dieses Saatkorn, das ist schon lang aufgegangen und zwar bei dir. Da ist eine Schlingpflanze draus geworden und du hast es nicht mal gemerkt. Dein Freund Sebastian will sein Auto verkaufen, hat er gesagt. Aha, warum wohl? Dein Freund hat sich Geld von dir geliehen, wie ich mitbekommen habe. Warum wohl? Weil er pleite ist. Ja, aber das weiß ich doch, weil seine Frau ihn... Ach so, das weißt du ja. Dann weißt du ja, dass seine Firma ihn rausgeschmissen hat und dass er arbeitslos ist. Wie? Was? Mama, der will doch nicht nur dich. Der will das alles hier. Das ist sein Geheimnis. Ich gehe jetzt hoch zu Martin und tröste ihn. Sie haben dich gefeuert, stimmt das? Ja, das stimmt. Wieso muss ich das von Merle erfahren? Das verstehe ich nicht. Eben, dass ich meinen Job verloren habe. Ja, nein, dass du Geheimnisse vor mir hast. Ich habe ja versucht, mit dir zu reden. Aber du hast ja nie Zeit für ein ruhiges, ausführliches Gespräch. Du hast ja nur dein Hotel im Kopf. So ein Quatsch. Hat ich schon mal mitgekriegt, dass ich da bin?
Für mich ist doch hier überhaupt gar kein Platz. Ich finde, du hast überhaupt keinen Grund, dich aufzuregen. Ich habe Grund, mich aufzuregen. Wenn man sowas Wichtiges verschweigt, dann ist es wie Lügen. Ach so, das willst du. Du willst mir sagen, ich bin ein Lügner. Ach, vielleicht willst du mir noch vorwerfen, dass ich nur unter deinem Geld her bin, so wie deine Schwiegermutter. Weiß man's? Das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Veronika, jetzt hör mir bitte mal zu. Ich bin mir meiner Situation durchaus bewusst. Deine Situation, ja. Unsere Situation von mir aus, ja, ich habe meinen Job verloren. Man hat mich rausgeschmissen wegen dem Flop in Freudenstadt. Ah, da bin ich jetzt auch noch schuld. Aus der Sicht meines Arbeitgebers in Hamburg ein Flop, das ist meine Sache, nicht deine. So, jetzt suche ich Arbeit. Finde keine, nichts als Absagen. Sogar hierher hat man mir geschrieben. Und hat mir freundlich mitgeteilt, einen ortsgebundenen Managerjob in der internationalen Hotellerie gibt es hier in dieser Gegend nicht. Das waren die Briefe, die Hermann dir gegeben hat, ja? Ja, aber spätestens da hättest du mit mir reden müssen. Das habe ich doch gemacht. Ich habe mit dir über Tanja gesprochen, über meine Wohnung, die ich nicht verkauft kriege. Ja, über all die Niederlagen. Nur diese eine Sache, ja, die habe ich da für mich behalten. Ich habe gedacht, ich krieg das schon hin. Ja, das habe ich aber nicht. Mann, in meinem Alter steht vor dem Nichts, muss ich sogar noch von seiner Freundin Geld leihen. Ich habe mich geschämt. Ja, ich hatte Schiss. Wollte nicht als Loser vor dir stehen. Weißt du, Sebastian, wenn du so Angst hast, Schwäche zu zeigen und glaubst, dass man dich nur liebt, wenn du stark bist, dann hast du immer einen Grund, nicht ehrlich zu sein. Das ist keine Basis für mich. Da stelle ich mir unter Partnerschaft weiß Gott was anderes vor. Na, dann können wir es ja gleich lassen. Einfach um Entschuldigung bitten. Hast ja recht. Man muss seine Erfahrungen selber machen. Liebe ist einfach kompliziert. Danke. Du, aber red noch mit Martin, okay? Okay. Bis dann. Nicht gesehen. Opa, ich suche Oma überall. Weißt du, wo sie ist? Im Wasser. Du weißt es auch nicht. Oh, Mist. Wer will das wissen? Ja, ich. Stefan, dein Enkel. Lippen schweigen, flüstern Geigen, hab mich lieb. Opa, Oma reitet uns alle richtig in die Scheiße. Hab mich lieb. Jeder Druck der Hände Opa. Deutlich mir's beschrieb. Ich bin ihr Mann, Stefan. Versteh doch. Ja, aber wir müssen es jetzt klären. Nee. Du bist jetzt der Mann im Haus. Schweigen.
Martin, hören Sie. Frau Hofer, ich will jetzt nicht lange um den heißen Brei herumreden. Kevin, der Keeper ist überhaupt nicht heiß. Frau Hofer, ich liebe Merle und sie liebt mich. Wir wollen aber zusammenbleiben. Wenn Sie mir nun also Vorwürfe machen wollen und nicht damit einverstanden sind, dann, Entschuldigung, geht es nicht anders. Ich hatte die ganze Nacht Zeit, mir darüber Gedanken zu machen. Und nach Abzug meines Urlaubs und der Überstunden bleiben genau 3 Tage. Sie wollen mir jetzt aber nicht sagen, dass Sie kündigen. Doch, sage ich Ihnen. Hier ist mein Kündigungsschreiben, alles korrekt. Genau 6 Wochen zum Quartal. Der Tannenhof freut sich schon. Die ballern schon lange an mir rum. Sie verstehen sich gut, was? Sie und Merle? Wir zwei sind ein tolles Team. Egal, wie die Sache ausgeht. Gut, geht sie aus. Na, ich stelle mich doch nicht dem Glück meiner Tochter in den Weg. Und was wollen Sie überhaupt im Tannenhof? Mama, hier bist du. Zieh dir was Schickes an, wir gehen aus. Ja, beeil dich, ich erzähl dir alles auf dem Weg. Hm? Wir sind klar. Wir sind klar. Wir sind klar. Ja, dann, Kevin. Wieder das Spiel zu machen. 9:12. 30:33. Das Zero-Spiel. Das Spiel 7:9. Nichts gibt mehr. Madame, Wertgegenstände dürfen Sie nicht setzen. Das will sie auch gar nicht. Stefan, seid ihr mir draufgekommen? Genug ist genug, Dora. Nein, Veronika, genug ist nie genug. Doch, Oma, komm, wir gehen jetzt. Hallo, Merle. Ich suche deine Mutter in ihrem Büro. Ist sie nicht? Fragen Sie doch, Hermann. Echt jetzt, Herr Klaasen, ich habe im Moment wirklich genug zu tun. Also ziehen Sie mich nicht auch noch in Ihre Beziehungskiste mit rein. Ich habe dich bloß gefragt, wo deine Mutter ist. Seit ich hier angekommen bin, behandelst du mich wie ein Ungeheuer. Ich habe doch recht gehabt mit meinem Misstrauen. Sie sind hier angekommen wie ein Ratgeber, wie ein Held. Aber dass Sie in Wirklichkeit arbeitslos sind und insolvent, das haben Sie niemandem erzählt. Gut, ist doch meine Sache. Was hat denn das damit zu tun? Ich liebe meine Mutter. Warum hast du nicht mit mir geredet? Sie fragen mich, warum ich nicht mit Ihnen geredet habe? Umgekehrt. Sie hätten mit mir reden müssen. Ja, stimmt. Ja, du hast recht. Ich habe mich übrigens entschlossen, mit Tom nach Berlin zu fahren. Ich muss erstmal meine ganzen Sachen regeln. Außerdem finde ich hier sowieso keinen Job. Und deiner Mutter muss ich erstmal von mir erholen. Das ist mir schon klar. Ich wünsche dir alles Gute. Nicht nur für dein Abitur. Danke. Tschüss. Ich bin unter Protest hier. Mein Enkel hat mich als Geisel genommen und zu Ihnen geschickt. Ja, weil wir glauben, dass du wenigstens auf Dr. Kern hörst, Dora. Das könnte ja auch sein bei der Sympathie, die wir füreinander hegen, oder? Bei der Diagnose sind wir uns ja wohl alle einig. Ja. Du leidest unter Spielsucht, so nennt man das. Protest, nochmals Protest, Dr. Kern. Wie komme ich dazu, meine privatesten medizinischen Befindlichkeiten im Beisein meiner Familie auszubreiten? Ich möchte, dass Stefan und meine Frau Hofer und mein Enkel gehen. Aber wir haben über alles geredet, Dora, und du warst damit einverstanden. Erpresst worden bin ich, Dr. Kern.
Ob sie es glauben oder nicht, die wollen mich anzeigen. Die eigene Familie. Sagen wir mal so, die Familie übt Druck auf Sie aus, liebe Frau Hofer. Aus Sorge. Und das ist gut so. Sie müssen eine Therapie machen. Dr. Kern, das habe ich schon mal gesagt. Ich gehe nicht auf Entzug. Ich bin kein Junkie. Doch, Oma, das bist du. Opa hat mir gesagt, dass du früher schon gezockt hast. Und jetzt aus Langeweile wieder damit angefangen hast. Oma, ich habe das alles im Internet gecheckt. Durch das Gefühl, nicht mehr gebraucht zu werden, der Kontrollverlust und die schwindende Macht lösen so eine Art Suchtverhalten in dir aus. Entzückend. Das Internet. Der Unsinn der Welt als elektronischer Müll produziert solche Westentaschenpsychologen. Frau Hofer, ganz Unrecht hat Stefan nicht. Ach so. Gut. Und was machen wir jetzt? Ich habe gehört, Sie wollten doch immer mal gerne nach Lugano in die Schweiz fahren, nicht wahr? Das freut mich, dass Sie au courant sind. Mhm. Ein Studienkollege und alter Freund von mir leitet dort eine Klinik. Sehr schick, aber vor allem sehr gut. Ihren Mann können Sie mitnehmen. Können Sie es leisten? Ich weiß nicht. Frau Hofer, eine andere Möglichkeit gibt es nicht. Gut. Aber nur, wenn Sie mich bringen. Mich und meinen armen Mann. Einverstanden. Ungewöhnlich, aber ich bin einverstanden. Oma, soll ich dich fahren? Nein, nein. Ich fahr lieber allein. Danke. Also, bis später. Tschüss. Sucht, jetzt komm! Ach, Frau Winkelmann, ich war ja früher oft in Konstanz mit meinem ersten Mann. Ein Lebemann, weiß Gott, hat mir all die schönen Plätze auf der Welt gezeigt. Oma! Oha. Willst du auch noch den Rest vom Unternehmen verjubeln? Im Gegenteil, Veronika. Wie immer liegst du falsch, weil du eins zu eins denkst. Die Straßen haben Kurven im Schwarzwald, die Menschen denken geradeaus. Ich bin hier, Frau Winkelmann wird es bestätigen, ich bin hier, um mich sperren zu lassen, weltweit, damit ich nie mehr ein Casino betreten darf. Selbstschutz, der erste Schritt meiner Therapie. Na dann. Nur vorher, spiele ich noch eine Runde. Was? Dora? Oma! Dora? Eintrittskarten, bitte. Ich will nur ganz kurz nicht da rein. Nicht ohne Karte. Dann kaufe ich eben eine. Ja, bitte tun Sie das, gnädige Frau. Aber ohne Krawatte und Sakko kann ich den jungen Herrn hier nicht hineinlassen. Ja, dann warte ich hier. Aber hast du einen Ausweis dabei? Nein. Vergiss es. Den kommst du hier nicht rein. Mama, komm. Einen Euro für den armen Musiker. Und du hast ihn gar nicht mehr gesprochen? Ich stand bestimmt fünfmal vor seiner Tür und dann bin ich wieder umgedreht. Ich weiß ja nicht, was ich sagen soll. Ich habe ihn so beleidigt. Schwierig. Hm.
schwierig. Weil Gott nicht überall sein konnte, schuf er die Mutter. Wie viel waren's? Na ja. 250.000 werden reichen. Klasse. Ja, ich begleite meinen Sohn nach Berlin. Aber sie kommt doch wieder. Die Sonnenbrille! Die lag noch auf dem Zimmer. Danke. Mein Sohn ist ein Chaot. Wiedersehen, Gitta. Auf Wiedersehen, Herr Klaassen. Wiedersehen. Tschüss. Liebe Veronika. Nun heißt es Abschied nehmen. Pass gut auf unser Hotel während meiner Kur. Ich bin sehr froh, dass du den Schaden wieder gut gemacht hast, Dora. Und ich hoffe, dass die Kur dir hilft, ja? Ich werde zurückkommen, geläutert und geheilt. Keine Versprechungen. Ja, hast du auch wieder recht. Auf Wiedersehen, liebe Veronika. Wiedersehen. Wiedersehen, liebe Veronika. Würdest du eventuell diesen Mann loslassen? Der gehört zu mir. Und das ist gut so. Wenn wir heute Abend in Lugano sein wollen, müssen wir los. Freitags ist immer ein Höllenverkehr. Ach, das Alter. Das Leben ist ein Menü. Ich bin beim Dessert angelangt. Und was soll ich sagen? Es schmeckt mir. Ich bin sehr froh, dass Sie das machen. Es ist verrückt, dass ich das mache, aber ich wollte eh schon immer meinen Freund besuchen, also. Manche Frauen haben zwei Ärzte. Zum Älteren gehen sie, wenn sie krank sind. Zum Jüngeren, wenn ihnen was fehlt. Stopp! Ich will fahren! Wir fahren alle, Herr Hofer. Oh, heute ist nur einer am Steuer. Das ist Herr Dr. Kern, ja? Und jetzt machst du, was ich dir sage. Setzen eins. Richtig. Hallo. Herr Hofer, hier. Hier lang. Ja. Tschüss, Oma. Tschüss. Am Montag bin ich wieder in der Praxis, dann werde ich Ihnen berichten. Na, ich bin gespannt. Ach, jetzt fahren wir nach, habe ich vergessen. Wohin? Alle fahren so weg. Wieso alle? Naja, der Tom und dein Sebastian doch auch. Was? Hermann, haben Sie... Den Brief für Sie, Frau Hofer. Danke, Hermann. Liebste Veronika, ich bin irgendwie davongelaufen. Ich fürchte, wir würden uns immer tiefer in die ganze Geschichte verstricken und am Ende wäre es wirklich aus zwischen uns gewesen. So habe ich die kleine Hoffnung, dass uns der Abstand und die Zeit helfen werden. Dir, um darüber hinwegzukommen, dass ich zu feige war, um ehrlich zu sein. Mir, um besser verstehen zu können, warum du immer gleich so schnell das Vertrauen verlierst. Ich lasse dich los, aber nicht im Stich. Ich regle meinen Kram und wenn du es willst, komme ich zurück. Ich liebe dich. Dein Sebastian. Verzeihung, und zweitens liebe ich dich und drittens möchte ich, dass du mit ins Hotel einsteigst. Zweitens reicht doch.